Was tankt das Auto von morgen? Diese Frage stellten die Freien Wähler bei einer Autoshow Mitte Juni im Bayerischen Landtag. Weit über 250 Besucher waren gekommen, um sich die vielen verschiedenen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben genauer anzuschauen. Vom Erdgasauto bis hin zum Elektrosportwagen. Initiator des Nachmittags war Thorsten Glauber, stellvertretender Vorsitzender und energiepolitischer Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion. Er sagt, der Autostandort Bayern hat beim Thema alternative Antriebsmethoden gute Chancen. Die Chancen sind in allen Bereichen gegeben. Wichtig ist, dass man den Energieträger speichern kann und dass wir die CO2-Ziele in Zukunft bei einem schwindenden Einsatz von fossilen Brennstoffen, dass wir einen Brennstoff haben oder einen Energieträger, der zumindest abgekoppelt der fossilen Träger speicherbar ist. Welcher Brennstoffträger hier die Nase vorn hat, darüber diskutierte er mit den Besuchern und auch mit Experten. Mit dabei Vertreter der Autohersteller Audi, BMW, Tesla Motors und des Bundesverbandes Elektromobilität. Glauber zufolge wird neben der Batterieladung der Antrieb über Wasserstoff und Brennstoffzelle die Zukunft der Mobilität sein. Wie schnell sich diese neuen Technologien durchsetzen, hängt unter anderem von uns Bürgern selbst ab. Ich glaube, dass es natürlich über das Kaufverhalten der Bürger geht. Wenn der Bürger im Prinzip zum Alternativantrieb greift, dann muss auch der Hersteller den Alternativantrieb anbieten. Von daher ist es gar nicht so unsinnig, doch eine Fahrzeugförderung einzusetzen. Die Frage der steuerlichen Abschreibbarkeit ist für Unternehmen sehr interessant. Und da haben wir als Freie Wähler einen Vorstoß gemacht, zu sagen, wir wollen eine 50-prozentige Abschreibung. Und ich verstehe auch noch nicht, warum zum Beispiel im Stadtverkehr sich die Stadtwerke wie hier in München noch nicht als Konzeptanbieter nicht vorstellen kann, dass alle Busspuren für Elektrofahrzeuge geöffnet werden. Weil es fährt ja nicht alle Minute ein Bus. Und wenn natürlich dann im Prinzip es eine neue Mobilität über emissionsfreies Fahren in der Stadt gibt und ich eine schnelle Fortbewegung habe, dann werde ich auch eher zu diesem Elektromobil greifen. Und am Ende bleibt auch die Frage der Ladeinfrastruktur, die muss im Prinzip flächendeckend gegeben sein. Genau dafür setzen sich die Freien Wähler ein, erklärt auch Professor Dr. Michael Piazzolo. Der Freie Wähler-Abgeordnete ist Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses im Bayerischen Landtag. Piazzolo ist von der Zukunft alternativer Antriebsmethoden überzeugt, wenn bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden. Ich glaube, wir brauchen das Bewusstsein der Menschen, also sicher Werbung dafür. Wir müssen natürlich auch es günstiger gestalten. Wenn die Autos bei 70.000, 80.000 Euro angehen, dann sind das keine Fahrzeuge, die für den Normalverdiener geeignet sind. Und was auch wichtig ist, ist, dass die Politik es schafft, dass es eine durchgehende Infrastruktur gibt und dass es auch Vorteile gibt, wenn man ein E-Mobil oder auch eines mit alternativen Kraftstoffen kauft. Vorteile wären beispielsweise die kostenfreie Nutzung von Ladesäulen oder kostenlose Parkplätze für E-Autos. Solche Anreize wären schnell umsetzbar, finden die Freien Wähler und versprechen, sich im Bayerischen Landtag weiter für eine Zukunft alternativer Antriebe einzusetzen.